Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Jurassic Park. Was ist mit euch passiert? Die Pause war lang, aber jetzt geht es weiter. Das war nicht meine Schuld, wir konnten sie nicht sehen. Und Vargas scheint geringfügig durchgedreht zu sein. Den werden wir uns raus, holen müssen, fürchte ich. Wenn uns nicht vorher die Dinos holen. Ich schaue, ob es einen anderen Weg gibt. Ich glaube, wir wissen jetzt, wer die Freunde draußen erschossen hat. Hör auf mit dem Scheiß, Vargas. Lass aus dem Licht, sie werden euch sehen. Oh Mann, der Kerl hat sie echt nicht mehr alle. Komm schon. Wo bist du? Was springt hier denn alles rum? Selbst die leuchtenden Augen sind hier. Aus dem Prolog, die Viecher. Da ist er! Zurücktreten. Das ist ein Befehl. Wir draußen am Strand sind wir leicht gebeutelt. Wir müssen uns schützen. Welcher Strand? Was glaubst du, was du da tust, Vargas? Dann zu Billy Yoda. Mal sehen, wie es ihm ergeht. Ich habe Überwachungsmonitore gefunden. Mit den Kameras kann ich ihn suchen. Sprich mit mir, Yoda. Wo ist er? Ich kann Vargas nicht sehen. Sorg dafür, dass er sich bewegt. Ich hole ihn dir. Oh ja. Okay. Feuer! Leider nicht erwischt. Ich brauche deine Augen, Yoda. Ich kann Vargas nicht sehen. Es ist zu dunkel. Wo seid ihr? In den Bäumen? Zeig euch! Eine Handgranate! Alter! Yoda, ich sehe hier draußen. Check die Monitore. Kannst du irgendwas erkennen? Rechts hinter dem Felsen. Links. Ich krieg dich noch. Sorg dafür, dass er sich bewegt. Oh, was ganz Neues. Komm schon, komm schon. Hab ich dich! Wo ist meine Waffe? Wir werden angegriffen. Komm zurück. Ah, oh, schieß ihn tot, schieß ihn tot. Lasst mich in Ruhe, verdammt. Ja, richtig so. Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe! Oskar! Der Kerl hat vollkommen den Verstand verloren. Zurück! Heilige, was zum Teufel ist mit ihm passiert? Hey, hey, Vargas, sieh mich an! Tja, dann, ja, ich glaube nicht, dass er weiß, was mit ihm nicht ganz stimmt. Aber wir können ja mal fragen. Komm schon, Mann, was zum Teufel stimmt nicht mit dir? Sie sind überall! Sogar jetzt! Sie beobachten uns! Oskar, wir müssen rausfinden, was mit Vargas passiert ist. Ihm irgendwie helfen. Vergiss es! Er ist verrückt geworden. Sicherheitszentrale. Vielleicht ist was auf dem Wände. Durchhalten, Vargas. Oh, ich hätte ja gern noch weiter mit ihm geplauscht eigentlich. Aber gut. Dann schauen wir eben auf den Bänder. Hey, da hinten ist noch ein Überwachungsmonitor. Vielleicht findest du was auf den Videobändern. Wir sollten gehen. Wir können ihn doch nicht einfach so zurücklassen, Mann. Wenn wir rausfinden, was passiert ist, können wir ihm vielleicht helfen. Der gute Billy, der gute Billy. Tja, was können wir denn hier Schönes machen? Drück mal einfach mal ein bisschen rum, ich weiß nicht, was es bringt. Team Bravo ist vor höchstens 30 Minuten hier angekommen. Schauen wir uns das hier mal an. Nichts. So ein Ärger, aber wir haben ja noch ein paar Tasten. Was auch immer das bringen mag. Siehst du das da? Was ist das? Keine Ahnung. Aber schau dir das mal an. Wer zum Teufel ist das? Unsere Freunde. Ich schätze, das sind die Hardings. Also ist die Frau da gerade mit unserer Kohle abgehauen. Hoffentlich haben die ihnen die Waffe weggenommen. Aber ich glaube, das hat sich gerade geklärt.
Wir müssen los. Oh ja, den leuchtenden Augen möchte man nicht begegnen. Wir heben ab. Das war das Ende von Team Bravo. So, ab in den Dschungel, würde ich sagen, ne? Und damit sind wir wieder bei den Hardings und unserer guten Söldnerin hier. Haben wir eigentlich mal irgendwann der ihren Namen erfahren? Ich glaube nicht, oder? Hören Sie mir doch zu. Wer auch immer Sie sind, Sie müssen uns zum Besucherzentrum zurückbringen. Sie haben ja keine Ahnung, was hier draußen los ist. Ich kenne mich hier aus. Ich brauche Sie nur, um uns vor diesen Kreaturen zu beschützen. Tatsächlich? Und wie soll ich das bitte anstellen? Die Elektrozäune sind aus. Die Dinosaurier können frei auf der Insel herumlaufen. Niemand ist hier sicher. Inselrettungsteam Alpha an Dr. Jerry Harding. Das Besucherzentrum wurde offenbar angegriffen. Der Wenn Sie immer noch da draußen sind, wir versuchen... vielleicht versuchen, eine Spur zu hinterlassen. Jess, das reicht. Wenn Sie wollen, dass wir uns von den gefährlichen Raubsauriern fernhalten, muss ich wissen, wo wir hingehen. Norden. Nach Norden? An die Küste, warum? Geht sie nichts an. Wahrscheinlich, weil sie mit dem Boot abhauen will. Und nicht mit dem Rettungsteam in Berührung kommen. Mal sehen, ob das klappt. Sie sind verletzt. Lassen Sie mich helfen. Largate. Wir machen hier kurz Pause. Ach, blöde Uschi. Muss ich ein Feuer machen. Das hält die Dinosaurier fern. Meinetwegen. Bleiben Sie in Sichtweite. Die fällt aber auch auf jeden Scheiß rein, oder? Siéntate. Ach, Uschi, du bist schon irgendwie doof. Kann ich irgendetwas tun? Bleib in der Nähe. Das allerdings wollen wir vermeiden. Und am besten, wir kriegen dieses Ding, das uns da so vorm schön hingelegt wird. Das ist ja ein richtiges Präsent hier. Das ist ja eine Einladung geradezu, das zu stehlen irgendwie. Aber gucken wir uns das erstmal um. Wir haben ja Ruhe und Zeit. Ich will so viel wie möglich sehen von diesem Spiel. Hey Dad, hier drüben sind ein paar Eier. Sind die vielleicht von Dinosauriern? Eier? Nein. Auf der Insel leben doch nur Dinosaurierweibchen. Lass sie trotzdem in Ruhe. Wir haben schon genug Probleme. Da brauchen wir nicht noch eine wütende Vogel- oder Echsenmutter. Ach so, ja, so Rieseneier, das sind bestimmt Vogeleier. Also wenn ihr nicht irgendwelche übergroßen Straußen hier habt, dann halte ich das eher für unwahrscheinlich. Aber passt schon. Kann nicht vorkommen, dass hier irgendwelche Dinos irgendwelche Eier legen. Nein. Abstand halten, ja. Ach, unfreundlicher geht's nicht, oder? So, können wir irgendwie reden. Ach, Nima heißt sie. Okay, ich weiß nicht, ob wir das schon wussten, aber jetzt wissen wir es zumindest. Nima heißt die gute Dame. Na dann, das Funkgerät. Was haben Sie mit dem Funkgerät gemacht? Warum? Willst du irgendjemanden anrufen? Nein, ich habe mich nur gefragt. Musste ich nicht fragen. Ich habe es hier. Ach, tatsächlich. Ich will es haben. Gucken wir es erstmal böse an. Was? Nicht? Ja, das bringt's natürlich voll. Ach, hier hinten gibt's noch was. Ist ja erstaunlich. Spuren. Dad, hier sind ein paar frische Dino-Spuren. Ganz kleine, wie von einem Huhn. Wahrscheinlich nur ein Compsognathus. Ich habe viele unterwegs gesehen. Keine Sorge, sie sind relativ harmlos. Aber auch von Compis sind schon Leute gefressen worden im Film, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, bei Vergessene Welt war das gewesen, im zweiten Teil. Aber kann auch sein, dass ich mich irre. Es ist schon ewig her, dass ich die gesehen habe. Was haben wir denn da? Sind diese Beeren essbar? Ich hab Hunger. Diese Pflanze ist giftig. Schon eine Handvoll von ihren Beeren kann einen erwachsenen Mann töten. Aber sie sehen so lecker aus. Nur ein paar werden mir bestimmt nicht schaden. Jess! Das ist mal eine geile Philosophie. Die erzählt, dass ein paar davon einen ausgewachsenen Menschen töten können und die will trotzdem ein paar davon essen. Sie sehen so lecker aus. Das ist eine gute Begründung. Diese Pflanze sieht komisch aus. Hey! Bleib in der Nähe. Ach Mann, lass mich doch ein bisschen gucken. Ich bin ein kleines Mädchen, das auf Entdeckungstour ist. Hey Dad, sind diese Beeren essbar? Wahrscheinlich nicht. Am besten halten wir uns von allem fern, was wir hier finden. Da sagt sie mal nichts zu, also sind die wahrscheinlich essbar. Aber egal. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, soweit alles erkundet, was es hier gibt. Sonst ist ja nichts weiter. Das heißt, wir können reden. Funkgerät hatten wir schon. Geht's Ihnen wirklich gut? Der Biss sah ziemlich schlimm aus. Normalerweise arbeite ich mit Tieren, aber mit erster Hilfe kenne ich mich gut aus. Ich würde mir Ihre Verletzung gern genauer ansehen, wenn Sie mich lassen. Mir geht's gut. Na komm schon. Wir müssen die Wunde säubern und verbinden, damit sie sich nicht entzündet. Wenn Sie uns zum Besucherzentrum zurückbringen, kann ich Ihnen Antibiotika besorgen.
Hey, Kleine! Ja? Auf einigen dieser Bäume wachsen Früchte, die wie kleine Blaubeeren aussehen. Bring mir ein paar davon. Okay. Jess übrigens. Was? Jess. Ich heiße Jess. Okay, Jess. Bring mir die Beeren. Sie werden mir helfen. Sieht die aus wie ein Affe oder was? Ich meine, wie soll die auf die Bäume kommen? Ja, reden wir erstmal weiter. Also, warum wollen Sie nicht mit dem Rettungsteam mitkommen? Sind Sie eine von diesen radikalen Umweltschützern oder so? Hat Injan vielleicht eine Akte über Sie angelegt? Die haben Besseres zu tun, als Akten über Leute wie mich anzulegen. Sicher, sicher. Du bist ziemlich still, Dad. Das hat's jetzt voll gebracht, aber jetzt scheint's offenbar neue Gebiete zu geben. Ja, wir können jetzt mit Jerry spielen. So, Jerry, dann zeig mal, was du hier so erkennen kannst. Außer an der Uschi vielleicht, gibt's sonst noch was? Ja, mit Jess können wir noch reden. Bedeutungsschwangere Blicke. Aber kein Wort. Nein. Keine Dummheiten. Ja, ja, ist ja gut. Was, war's das jetzt, oder wie? Achso, wir können natürlich noch mit Jerry reden jetzt, oder als Jerry. Und zwar machen wir erstmal so. Bleib in der Nähe. Hier verläuft man sich schnell. Guter Hinweis, ganz toll. So, dann wollen wir mal die Nima ablenken. Ich will mal Nina sagen und nicht Nima. Vielleicht schafft es Jess ja, das Funkgerät zu stehlen in der Zeit, oder irgendwie sowas. Haben Sie eigentlich Familie? Geht Sie nichts an. Ich dachte nur, wenn Sie vielleicht verstehen... Sie lieben Ihre Tochter, nicht wahr? Ja, natürlich. Und Sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst? Ja, natürlich. Gut, dann tun Sie genau das, was ich sage. Dann werde ich Ihre Tochter auch nicht erschießen. Sie reden mit Jess, als hätten Sie selbst eine Tochter. Stimmt's? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was... Seien Sie endlich still! Tut mir leid. Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Kein Wort mehr, sonst werde ich Sie erschießen und Sie den Bestien zum Fraß vorwerfen. Bitte beruhigen Sie sich. Das war doch nicht böse gemeint. Seien Sie einfach still. Okay. Ich verspreche es. Nur tun Sie uns nichts. Bitte tun Sie uns nichts. Ja, wie wir noch sehen werden, ich glaube, es wurde noch nicht im Spiel erwähnt. Ich kann mich leider nicht mehr an alles erinnern, was wir schon gespielt hatten, weil es jetzt schon, ein halbes Jahr wird es noch nicht her sein, aber es ist schon einige Monate her, dass ich den Anfang vom Spiel hier gemacht habe. Wir werden noch sehen, später im Verlaufe des Spiels, dass dieser Bezug auf die Tochter gar nicht so abwegig war, was die Beweggründe von Nima betrifft. Und übrigens, dieses Geknacke im Hintergrund, das ist nicht irgendwie von mir, sondern das ist irgendwie diese seltsame Soundausgabe vom Spiel. Und auch mit den Lautstärken hat es das irgendwie nicht so ganz. Manchmal kommt das laut reingepoltert und dann ist wieder irgendein Satz ein bisschen leiser. Also das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, das ist halt irgendwie ein bisschen unausgereift hier. Aber reden wir noch darüber. Bevor ich auch nur einen Schritt weitergehe, will ich jetzt wissen, warum Sie hier sind und was Sie mit uns vorhaben. Alles wird gut, wenn Sie tun, was ich sage. Na, das war ja ein äußerst ergiebiges Gespräch. Haben wir jetzt... Ich wollte gerade sagen, hat Jess vielleicht irgendwie mal das Funkgerät erobert, aber die steht bloß nutzlos rum. Obwohl Jerry sie so schön abgelenkt hat, hier die Nima. Jetzt haben wir aber auch nicht... Doch, wir haben noch was Neues. Ich bin nicht die Böse? Wie jetzt? Hä? Egal, was Sie von Injun halten, Sie sind diejenige, die uns mit vorgehaltener Waffe durch den Dschungel treibt. Soll ich jetzt etwa Mitleid mit Ihnen haben? Sie marschieren hier ein und denken, Sie können tun, was Sie wollen, nur weil Sie genug Geld haben, um ein paar Politiker zu bestechen. Provozieren Sie mich nicht! Okay, gut, Sie haben recht. Ich wollte nur, ich hätte nichts sagen sollen. Okay, ich will doch bloß verstehen. Das müssen Sie nicht verstehen. Tun Sie einfach, was ich sage und alles wird gut. Okay, ich... Ah! Ich werde ganz ruhig. Wir wollen doch alle keinen Ärger, oder? Okay, tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Und das hat sie nicht gemerkt, nein! Hey, ich habe heute 2 Liter Cola getrunken und muss mal dringend pinkeln. Ganz dringend. Geh, yeah, aber beeil dich. Okay, damit haben wir das Funkgerät. Ich habe mich natürlich dabei auch noch verdrückt, blöd wie ich bin, aber was soll's. Dann versuchen wir mal die richtige Frequenz zu finden. Schwach. Gibt's auch irgendwann was nicht Schwaches? So vielleicht. Aha. Hallo? Kann mich irgendjemand hören?
Bitte identifizieren, over. Hey, hi, ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungelscheiß nur. Viele Bäume, viel Erde und so. Hier sieht alles gleich aus. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn Sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estúpido! Bitte nicht, das ist alles meine Schuld. Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern, comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, gehen wir endlich weiter.